Refugium Garten statt. Noch einmal zu meinem Vorschlag fürs Leitbild Mannheim 2030. Er lautet: Mannheim, die Gartenstadt an Fluss und Strom, Nachhaltigkeit als gestaltende Vielfalt im urbanen Raum. Mit diesem Ziel verbinde ich städtegestalterische Vorstellungen ebenso wie Marketingideen. Der Garten ist nicht irgendein Konzept unter anderen. Im Garten wohnen uralte Menschheitsträume. Viele Kulturen stellen sich das Paradies von alters her als Garten vor. Oft wird er als Symbiose, das heißt als Verbindung zum gegenseitigen Wohle zwischen Natur und Kultur beschrieben. Die Sehnsucht nach dem Garten Eden ist wohl nicht im Urwald entstanden oder inmitten großer Wüsten, sondern in Siedlungen, die urbanen Charakter tragen, wie wir sie zum Beispiel in den Kulturen des Nahen Ostens schon vor Jahrtausenden finden. Beispiele wären Ur, Ninive, Theben, Jericho, Jerusalem. Warum nicht ein Weltwunder der Antike, die hängenden Gärten von Babylon in Mannheim wieder aufgreifen? Seit einigen Jahren lebt über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Und der Trend setzt sich ungestüm fort. Wenn wir in diesen Städten nicht ersticken, depressiv und aggressiv werden wollen, braucht es wohltuendes, vielfältiges und produktives Grün. Produktiv im Sinne wachsender, sich vernetzender biologischer Vielfalt. Wir müssen wieder lernen, unsere Dörfer und Städte als Biotope zu denken und zu behandeln. Ein Rundblick vom Fernmeldeturm auf die Kurpfalz, von der Bergstraße zur Weinstraße, von Speyer bis Worms, zeigt eine große Stadt mit viel Grün dazwischen. Das sind gute Voraussetzungen für weitere Begrünung in jede Kommune hinein. Mannheim als Gartenstadt und die grüne Kurpfalz könnten anderen Städten und Regionen als Beispiele dienen. Die Verwandlung Mannheims in eine Gartenstadt würde viele Arbeitsplätze für eine Fülle von Kompetenzen schaffen. Wissenschaft, Forschung und digitale Techniken würden ebenso gebraucht wie qualifiziertes Handwerk und einfache Handarbeit. Das Projekt Mannheim, die Gartenstadt an Fluss und Strom, könnte ganze Komplexe von Qualifikationen, kulturellen Ambitionen, Techniken und Verfahren integrieren und gleichermaßen als Struktur- und Konjunkturprogramm wirken. Mannheim, die Gartenstadt an Fluss und Strom, muss nachhaltige Beiträge zum Schutz und zur Wiederbelebung der Artenvielfalt leisten. Wir müssen unsere Straßen und Plätze und wo es geht auch Wände und Dächer, unsere Gärten, Parks und Friedhöfe, Bäche, Seen und Flüsse in Refugien für Bienen, Käfer und Spinnen, für Vögel und Fische, für Eidechsen, Kröten, Igel und viele andere verwandeln. Sie brauchen uns, wie wir sie brauchen, als Symbiose. Fortsetzung folgt.